Willkommen zu einem weiteren Video, heute mit einer Neuveröffentlichung von Anolis, und zwar Schatten einer Katze. Das ist ein weiterer Film aus der Anolis Hammer-Reihe, wie man hier sehen kann. Und ich habe das Mediabook noch nicht aufgemacht, denn das Interessante ist ja immer, auf diesem Deckblatt sind dahinter die nächsten Veröffentlichungen oder die nächste Veröffentlichung von Anolis. Und das schauen wir uns einfach jetzt mal gemeinsam an. Ich mache es jetzt mal auf und dann lassen wir uns überraschen, was wir da gleich zu sehen bekommen. Ja. Manches ist ja schon bekannt, was erscheinen wird. Aber man weiß ja auch nicht die Reihenfolge und manches kommt aber auch überraschend. Schauen wir doch mal, was sich da hinten verbirgt. Und was sehen wir da? Ja, Frankenstein muss sterben. Also das ist jetzt eigentlich keine Überraschung. Der Film war ja schon vorbestellbar und ja, auch schon länger angekündigt. Aber ich sehe hier was, als Dinosaurier die Erde beherrschten. Ja, der war auch angekündigt, aber hier ist es jetzt zu sehen und zu lesen. Das ist dann wohl eine der kommenden Veröffentlichungen jetzt. Und was sehen wir hier noch? Ja, also ich glaube, das war's. Mehr Neues erkenne ich da nicht. Okay, ich hätte jetzt hier ein paar Cover erwartet von der nächsten Veröffentlichung, also zum Beispiel von dem Film. Ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Normalerweise gab es ja eigentlich so gut wie immer irgendwas ganz Neues zu sehen. Und ja, jetzt sehen wir eben hier die bekannten Cover, die man schon seit Wochen kennt. Okay, schauen wir mal kurz in das Mediabook rein. Den Film kenne ich leider noch nicht, der ist für mich ganz unbekannt. Ich habe ja schon viele Hammer-Filme gesehen, aber ja, es gibt da ja noch so viele nicht so bekannte, die man jetzt vorher nicht irgendwo gesehen hat, im Fernsehen, auf DVD oder sonst wo. Und ja, ich werde mir den Film demnächst mal anschauen. Ich habe schon ein bisschen was drüber gelesen. Der soll ja ganz interessant sein. Ist jetzt kein Highlight von den Hammer-Filmen, aber soll doch ein ganz guter Film sein. Und ja, die Booklets finde ich immer ganz interessant bei den Hammer-Filmen. Gibt es viele Infos, schöne Bilder. Deswegen kaufe ich auch immer das Mediabook. Ich könnte ja auch die Amaré-Auflage kaufen, aber bei solchen besonderen Filmen habe ich schon das Mediabook lieber. Vor allem ja wegen dem Text, den Bildern, und ich sammle die Reihe in Mediabooks. Ja, kennt ihr den Film schon und wo habt ihr ihn gesehen? Ich weiß auch gar nicht genau, was mich da so erwartet. Ist das mehr so ein bisschen horrormäßiger Film oder mehr so thrillermäßig? Ja, sehr schön, finde ich. Und ich hatte mich für das Cover B entschieden. Zuerst wollte ich Cover A nehmen, aber dann fand ich B doch ein bisschen schöner. So sieht das Mediabook hinten aus. Bei den Extras wird ja auch wieder einiges geboten. Und hier in Nahaufnahme von vorne. Ja, das war's jetzt. Nur ein kurzes Video, aber das Wichtigste wurde ja gezeigt. Dann bis zum nächsten Mal.